Willkommen zurück zu Let's Play Risen. Ja, wir sind endlich in Kapitel 2 angelangt im letzten Part und werden jetzt mal ein bisschen, ja, hier rumgucken. Das heißt rumgucken, eigentlich will ich wieder nach unten. Das heißt, Ash, Way, wo ist dein Pikachu? Raus! Raus oder ich Geh hole mein wieder woanders hin! Pikachu. Ich habe gerade einen Ohrwurm, Entschuldigung. So, hier sind wir hochgekommen, na? Hey, hast du einen strengen Crowd für mich? So, raus. Gucken, was Vince jetzt sagt. Der war ja uns gerade vorhin so sympathisch. Jetzt nicht. Ach ja, der meinte ja, es hätte noch ein Nachspiel. Ich warte auf das Nachspiel. Als erstes reden wir mal noch kurz mit William. Hier einer der Söhne von Tilda. Oh, du! Der ist ein ganz freundlicher. Fass hier bloß nichts an. Wer hat dich denn hier reingelassen? Wieso? Du bist kein Rekrut. Du etwa? Ich bin der Koch. Was gibt's zu essen, Koch? Dein Teller bleibt leer. Komm schon, ich hab Hunger. Hier, nimm einen Apfel. Oder geh zu Kaspar. Der hat doch immer was. Wer ist Kaspar und wo finde ich ihn? Kaspar ist einer der Novizen. Er fegt unten die Schlafkammern. Hey, kennst du einen guten Witz? Ja. Pass auf. Drei Rekruten sollen eine Ruine untersuchen. Der erste geht rein. Den kenne ich. Jo, danke, Harlock. So, ja, die Witze höre ich mir nicht wirklich dann an, aber das ist mir auch egal. Wo ist William? Du kommst aus dem Sumpf? Dann kennst du bestimmt meinen Bruder Beppo. Klar kenne ich Beppo. Lass dich nicht von ihm ärgern. Er ist ziemlich mies drauf. Aber das war schon immer so. Deine Mutter Tilda hat nach dir gefragt. Wirklich? Meine Mutter? Ich hoffe, es geht ihr gut. Ja, sie ist in der Hafenstadt. Ah, sehr gut. Das ist der richtige Ort für sie. Danke für diese gute Nachricht. So, haben wir das auch gemacht und jetzt gehen wir. Tschüss, Leute. Ihr könnt mich mal. Halt! Ich darf mich in der Festung frei bewegen. Ja, aber das heißt nicht, dass du überall rumschnüffeln kannst. Sei lieber vorsichtig. Einige Bereiche sind für dich tabu. Der Friedhof gehört dazu. Also verschwinde. Ach, leck mich doch an die Füße. Ja, wo kommen wir jetzt hier wieder raus? Ich will weg von euch. Ihr seid ekelhaft. Ich will nicht wissen, was ihr in eurem komischen Kloster für perverse Spiele macht. Taylor! Hallo? Können Sie Tür aufmachen? Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Jedenfalls vorerst nicht. Was? Glaubst du, ich öffne für einen Banditen das Tor? Erst einmal bringst du deine Botschaft zu Mendoza. Dann sehen wir weiter. Ja? Was geht? Ich muss nachdenken. Hallo? Verarschen? Jetzt wollte er mich doch natzen. Ich war bei Mendoza. Oder wollt ihr mich jetzt hier natzen, dass ich hier das nicht gemacht habe? Wart mal kurz. Wollt mich doch jetzt natzen, Freunde, ne? Muss ich die jetzt hier erst alle. Was soll Jetzt das? nicht. Ich will da raus. Doch, ich habe mit Mendoza geredet. Gerade nicht. Tö, was soll das? Ich will hier raus. Mal gucken. Dann rede ich jetzt nochmal mit Mendoza. Ey, ich will aus dieser Festung. Oder ich springe hier runter in das Tal. Wir töten Mendoza. Nein. Jetzt nicht. Ja, doch. Idiot, 10 EP. Ja, okay.
Es war ein bisschen lustig. Da kriegt man echt einen 10 EP für Idiot. Ich will jetzt aber aus diesem Scheiß, aus dieser Vulkanfestung raus. Bronco. Ist was? Ja. Ja, hier, hallo. Apfel. Wie gar nicht. Erst dann sehen wir. Ich nicht ab. Ja, ja, ich muss nach. Ja, darf ich bei euch klauen? Ihr habt doch einen Schatten, lasst mich hier raus. Wie komme ich hier wieder raus? Genau das habe ich auch gefragt, als sie mich hier reingeworfen haben. Aber keine Sorge, irgendwann werden sie das Tor öffnen. Irgendwann? Das klingt so weit weg. Nun, Meister Ignatius entscheidet, ob das Tor geöffnet wird. Also mach dich nicht verrückt, sondern sieh dich erstmal in Ruhe um. Wer ist Meister Ignatius? Wer Meister Ignatius ist, willst du wissen? Wenn Meister Ignatius sagt, das Tor wird geöffnet, dann wird das Tor geöffnet. Er ist also der Chef. Ja. Ja, ganz genau. Er ist der Chef. Zumindest war er der Chef, bis der Inquisitor gekommen ist. Der hat nämlich jetzt das Kommando. Ach, aber was? Glaub mir, der schert sich nicht um uns Rekruten. Ja, hier, raus. Ja, was gibt's? Jetzt muss ich nicht diesen Ignatius finden, ne? Och, Kinder, ich will hier raus. Hallo. Das regt mich jetzt auf. Wer bist du denn? Du bist Vital, ne? Ne, Vitus, doch, ist doch dasselbe. Ist da was? Geil, darf ich auch? Komm, ich trainiere mit. Wenn du die ich trainiere auch so gerne. Kannst du vergessen. Endlich passiert hier mal was. Ich denke, jetzt weißt du, wie es läuft. Volle Kanne auf die 12. Auf die 12, Mann. Ich will hier raus. Drecksschloss, ey. Wenn ich jetzt für diesen Ignatius auch noch was tun muss, dann werde ich aber sauer. Dann gehe ich jetzt hier lang. Dann gucken wir mal, ob Ignatius mir hier das Tor öffnet. Der ist, glaube ich, hier oben. Weil die ganzen Probleme von diesen Leuten will ich jetzt nicht mal erlösen. So, du bist aber sicher Ignatius hier. Was ist mit dem Haupttor der Festung? Wird die irgendwann auch mal geöffnet? Nun, ich denke, es ist an der Zeit. Meister Pallas wird sie für dich öffnen. Danke, Mann. Ihr habt doch einen Schatten. Ihr seid zu viel in eurer Festung. Geht raus, macht was. Mann. Also da drehe ich mich hier jetzt ein bisschen auf. Na, Vitus, tschüss, vergammelt eure in eurer scheiß Festung. So, Pallas, wo bist du Dreckskerl? Du lässt mich jetzt hier raus. Das Tor kann geöffnet werden. Und Meister Ignatius? Sagt, das geht in Ordnung. Schön, schön. Dann soll das Tor von nun an offen sein. Ja, tschüss. Hast du ein Schattenmännchen? Gerade nicht. Ah, ihr seid alle ganz clever. Oh. Wartet mal. Der arme Paul, der liegt hier ja auch noch. Tja, kann ich nichts für. So, wo gehen wir jetzt hin? Cyrus ist überfällig. Ja, witzig seid ihr. Witzig, richtig witzig. Kristallscheiben für den Inquisitor. Der Inquisitor Mendoza ist da. Naja. Dann gehen wir jetzt erstmal hier wieder zurück. Und versuchen, naja, mit dem Don zu sprechen. Ja, doch. Gehe ich erstmal wieder zurück ins Lager. Da ist Mendoza und den Rest darf ich selber suchen. Ja, ist klar. Da dasselbe.
Da oben ist Cyrus. Boah, muss ich hier und dann da durch die Berge? Oh, ihr habt doch einen Schatten. Wo bleibt die goldene Lieferung? Severin, das können wir schon mal machen. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt mal. Lalalala, so. Ja, langsam nimmt das Spiel Fahrt auf, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt 3 Kapitel, wenn ich richtig gehört habe. Wie gesagt, das Spiel habe ich nie durchgespielt. Ja, lasst Gnome klatschen. Oh, es wird... Oh, Freunde. Eine Frage, fühlt ihr euch hier lustig, ihr Drecksviecher? So, der 5. So, meine Herren. So, diebische Gnome. Her damit. Diebischer Gnome. Was ist denn in der Truhe? Und nochmal von vorne. Ach, und nochmal. Geht das? So. Was ist hier drin? Gold mitnehmen. Kleiner Saphir, her damit. Mana-Pflanze, ja, kann man alles so teilweise gebrauchen. So, jetzt auf zu diesem komischen Bauernhof. Diebischer Gnome, her mit deinem Gold. Rest soll da mal einfach liegen bleiben. Wir brauchen uns zwar gar keinen Mana, nein. Egal, wir nehmen einen Heiltrank, auch wenn wir uns jetzt hier hätten hinlegen können. Egal. Huhn, darf ich dich mitnehmen? Nö, Severin. Wie ist die Lage? Katastrophal. Wir haben hier im Zwischenlager ständig mit Angriffen der Gnome zu kämpfen. Am Anfang war es ja noch ganz witzig, aber langsam werden sie zu einer echten Bedrohung. Diese kleinen Scheusale ziehen mittlerweile mordend und plündernd über die Insel. Da, sieh dir das an. Da sind sie schon wieder. Boah. Verarschen. Alter. Wollte ich doch wohl verarschen. Boah, Level ausgestiegen. Aufstand. Wir plündern die Gnome. Boah, Hilfe, was war das? Richtige Attacke, ey. Also kriegt man wenigstens Gold. Deine Gnome sind Geschichte. Ja, ich dachte schon, diesmal würde es mich erwischen. Danke für die Hilfe. Es ist zum Verrücktwerden. Wenn das so weitergeht, haben wir ihnen bald nichts mehr entgegenzusetzen. Es scheint fast so, als würden sie von irgendwem dazu getrieben. Du meinst, die Gnome haben einen Anführer? Kann sein. Naja, es wird ja so einiges geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählen soll. Ach, dann lass es doch. Was soll das? Wovon sprichst du? Es gibt da so eine Fabel, die sich Seefahrer am Lagerfeuer erzählen. Das Lagerfeuer! Hüte dich vor dem Gürger und seinen Schergen. Wenn du Unrecht tust, kommen sie über dein Land, töten dich und stehlen dein Hab und Gut. Jetzt dreht er völlig durch. Hm, mag sein. Aber irgendwie erinnert mich diese ganze Scheiße daran. Der Inquisitor schickt mich. Er wartet auf die Lieferung einer goldenen Kristallscheibe. Wie sieht's damit aus? Verdammt! Ich wusste, dass das eines Tages passieren würde. Diese verfluchten Gnome. Nee. Jetzt sagt bloß nicht, ihr habt sie euch von den Gnomen klauen lassen. Hm, naja. Na toll, das habt ihr ja prima hingekriegt. Ja, ich weiß. Aber ich kann's jetzt auch nicht mehr ändern. Das stimmt leider. Und jetzt? Was soll ich dem Inquisitor sagen?
Hey, Mendoza, altes Haus. Deinen großen Plan kannst du wohl vergessen. Der Gürger hat die Kristallscheibe geklaut. Beim Licht der heiligen Flamme, nein! Wir müssen die Scheibe irgendwie wiederholen. Vom Gürger? Nein, ach, verdammt! Ich weiß es doch auch nicht! Na gut, ich werde nach deiner Kristallscheibe suchen. Nein, das kann ich nicht von dir verlangen. Es ist an mir, diese Mission auf mich zu nehmen. Tatsächlich? Dann wärst du der Erste, dem ich begegne, der das so sieht. Wirklich? Ach, wenn das so ist? Ja, ja, komm, erzähl mir einfach, was du über die Gnome weißt. Tja, also, wenn sie uns angegriffen haben, kamen sie meistens aus dem Osten. Aha. Was gibt es denn im Osten? Ein großes Gebiet. Und ganz am Ende der Insel eine lange Hängebrücke, die zu einer großen Felshalbinsel führt. Doch ich kenne niemanden, der jemals dort gewesen ist. Mehr kann ich dir leider nicht dazu sagen. Na dann. Na gut, ich hoffe, das reicht. Wir sehen uns. Ja, pass auf dich auf. Jo, werde ich machen. So, das war's dann auch erstmal für ein Schwert. Für jetzt, ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.